Partizipation und Solidarität, das kriegen wir leider nicht geschenkt, sondern das ist viel Arbeit und viel Einsatz. Und deswegen sind wir hier in Wermelskirchen auf dem Gut Alte Heide. Wir, das sind interkulturelle Zentren der Stadt Köln, die sich auf den Weg machen, sich zu vernetzen, neue Kooperationen zu schaffen und sich dafür einzusetzen, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird und dass wir als Orte wahrgenommen werden, die für 4 Punkte stehen. Diese 4 Punkte sind Empowerment, Partizipation, gesellschaftliche Teilhabe und Solidarität. Genau, also wir sind heute zusammengekommen, heute und morgen, um eben einen Szenario-Workshop durchzuführen. Und dieser Workshop, die Idee des Workshops hat sich herausgebildet aus einer Diskussion um gesellschaftliche Unsicherheiten oder politische Unsicherheiten, wo es darum ging, wie können wir nicht nur auf Veränderungen reagieren, sondern wie können wir auch eine Kraft schaffen, die agiert und die Veränderungsprozesse positiv beeinflussen kann. Genau, und deswegen sind wir heute zusammengekommen und machen eigentlich in sehr viel Gruppenarbeit und Diskussion erarbeiten wir verschiedene Szenarien, Zukunftsszenarien, die verschiedene Bilder auf die Zukunft oder der Zukunft aufzeigen können, alternative Zukünfte. Wo wir dann anschließend heraus Handlungsstrategien und Maßnahmen entwickeln möchten, sodass wir am Ende einen Katalog haben, wo wir auf die vielfältigen, verschiedenen alternativen Zukünfte gemeinsam agieren können. Ich finde es super spannend, weil wir langsam auch anfangen, uns ein bisschen zu streiten. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wir dann dahin kommen, Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen, miteinander auszuhandeln, wie wir arbeiten wollen, wie die Zukunft aussehen könnte, die Zukunft von den interkulturellen Zentren in Köln. Total spannend, weil auf der einen Seite Fragen gestellt haben, die sehr eng an der Arbeit der einzelnen Zentren dran sind. Gleichzeitig so einen Hintergrund aufgemacht haben, ja, von gesamtgesellschaftlichen Fragestellungen. Und dann halt zu gucken, wie können die Zentren gemeinsam als ganz übliche, normale Teile der zivilgesellschaftlichen Institutionen ihren Platz bekommen oder finden, an der Gestaltung dieser Gesellschaft der Vielfalt teilnehmen, in der ein solches Othering eben gar nicht mehr stattfinden muss.